Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Schauen wir uns also mal um, ob wir hier die restlichen Münzen finden. Ich habe echt keine Ahnung, wo die hier versteckt sein könnten. Das kann doch gar nicht wahr sein. Haben die das echt irgendwie so gebaut, dass man hier was nicht finden kann beim ersten Durchlauf? Ich hoffe mal nicht. Das wäre ja total blöde. Ah, ach, Scheigei. Dankeschön. Aber die hatte ich doch schon alle. Die bringen mir doch herzlich wenig. Also da werde ich doch gar nichts machen können. Wo könnte denn hier noch was versteckt sein? Ah, machen wir erstmal das Ding hier vorne auf und besorgen den letzten Part vom Zug noch. Hier füllen wir natürlich nochmal unsere Eier auf. Aber weiterhin... ein ungelöstes... Oh Gott, jetzt habe ich die ganzen Eier hier durch die Weltgeschichte geschossen. Weiterhin ein ungelöstes Rätsel, wo hier noch rote Münzen sein könnten. Hier alle eingesammelt? Ja, die hatte ich auch. Ich habe schon gedacht, vielleicht irgendwie im vorderen Bereich des Screens, also jetzt in unsere Blickrichtung quasi, aber das sieht auch nicht so aus. Hier haben wir doch nirgendwo was verpasst. Also hier auch nicht. Nirgendwo. Also mir würde hier keine Stelle einfallen, wo wir tatsächlich irgendwo dran vorbeigelaufen sind. Das Positive ist, wir können... Ah, Moment. Ach Gott, ich drücke immer zu schnell den Knopf. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, ist... Übrigens, die sind so süß da oben. Guckt euch mal oben in der linken Ecke die beiden Shy Guys an, die da sitzen. Die man mit der Klappe kaputt macht. Die sind ja echt goldig, die ruhen sich da aus. Sollte ich gerade sagen, ach genau, dass mir nichts einfällt, wo noch irgendwo Münzen sein könnten. Vielleicht kann man hier irgendwie auf das Gebäude drauf oder so? Oder kann man hier noch was aufschießen? Nee. Also hier mit dem Gebäude kann man nicht interagieren. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Tja, Leute, so viel zum Thema 100%, ne? Das scheint ja eine schwierige Aufgabe zu werden. Also ich sehe hier nirgendwo was. Ich wüsste nicht, was man hier noch abschießen sollte. Und ehrlicherweise bin ich mir auch ziemlich sicher, dass hier nichts mehr ist, denn... jetzt hätte ich das doch auch irgendwann mal hier finden müssen im Vorbeilaufen. Außer ich habe jetzt irgendwas hier tatsächlich nicht verstanden in dem Level und irgendwas wirklich nicht gefunden. Nein, also hier ist definitiv nichts mehr. Also hier kann gar nichts mehr sein. Ich habe jetzt hier alles so akribisch abgesucht. Kann man hier nach hinten gehen? Nee, kann man auch nicht. Und hier zur Seite gleiten kann man auch nicht. Nein, 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 nein. Das geht alles nicht. Also gehen wir einfach mal weiter und zu dem Zug nochmal. Und fahren wieder zum Levelende und schauen uns dann doch mal einfach in der nächsten Stage um. Wie gesagt, oder wie vorhin vermutet, vielleicht muss man hier wirklich irgendwie eine Fähigkeit sich noch besorgen oder so. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was einem erst später zugänglich gemacht wird. Das könnte ich mir halt noch vorstellen. Und dass wir deshalb halt die Münzen nicht finden gerade. Und wir spielen jetzt einfach mal den nächsten Level. Und wenn da vielleicht auch wieder irgendwie so 5 Münzen fehlen oder ein paar weniger Münzen fehlen, dann wissen wir halt, dass es daran liegt, dass man hier tatsächlich noch irgendwas freischalten muss oder so. Da hinten im Hintergrund, da ist übrigens so eine... eine alte Flasche, das ist schon echt witzig. Die ganze Welt ist hier so ein bisschen aus Pappe und aber auch aus Müll zusammengesetzt. Das sieht echt goldig aus, finde ich. Dankeschön, lieber Zug. Wir können also wieder nach unten. Und wir springen nochmal durchs Ziel durch. Und haben diesen Level das zweite Mal beendet. Es war natürlich keine Zeitverschwendung, denn es war immerhin eine riesige Erkenntnis dabei. Wir wissen nämlich, dass wir anscheinend nicht alle roten Münzen direkt schon sammeln können. Und das muss man ja auch erstmal wissen. Also zurück zur Karte. Was auch noch ganz cool ist, wir haben jetzt ein bisschen Münzen gesammelt. Wir können uns jetzt noch 2 Skins kaufen. Das machen wir einfach mal direkt. Ich werde jetzt einfach mal immer die Münzen direkt für die Skins hier raushauen. Nehmen wir mal direkt 2 Skins. Wir können hier nämlich 2 Münzen hintereinander direkt einwerfen. Eine rote und eine grüne Kugel. Ich glaube, die roten waren seltener und die goldenen waren ganz, ganz selten, ne? Stand ja vorhin irgendwann in der Erklärung auch drin. Rot, eine Geschenkbox. Und grün, eine Mülltonne.
Ja, es tut mir leid, aber ich würde sagen, wir nehmen die Mülltonne. Ich finde, die sieht viel witziger aus. Wie heißt denn nochmal der aus der Sesamstraße? In der Sesamstraße gab es doch einen, der hat auch in der Mülltonne gewohnt. Fällt mir gerade nicht ein. Falls es jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Also, wie heißt der Typ aus der Mülltonne bei der Sesamstraße? Oh, was haben wir hier? Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur eine Grinseblume. Wir geben mit dem komischen Boxtypen mal. Spaß damit. Ach, wie süß. Vielen Dank. Ich fühle mich wie frisch gepresst. Ich öffne jetzt das Gebiet. Bitte zurücktreten. Wie goldig. Der ist ja niedlich. Octodox, herzlich willkommen. Ui, nach dieser Blume fühle ich mich gleich viel besser. Mein Name ist Benny, Benny Barikarton. Gefaltet, nicht geknickt. Und selbst? Yoshi also, was machst du denn hier? Wir suchen Kram. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen, hm? Da war neulich was Leuchtendes am Himmel, das irgendwo da gelandet ist. Mal schauen. Ich glaube, es ist irgendwo hier runtergekommen. Also da ganz rechts am Rand der Map. Einfach dem Weg folgen, dann stößt man sicher darauf. Viel Glück. Plopp, und ein weiterer Level hat sich aufgetan. Gehen wir noch einmal kurz zurück. Hat sich jetzt hier irgendwas verändert zufällig? Hier war doch ein Schild. Wo der drauf abgebildet war. Nö. Bruno Barikarton ist auf jeden Fall nicht hierher zurückgekehrt. Also müssen wir den Level jetzt erst einmal unvollendet lassen. Und schauen uns mal den nächsten Level an. Nämlich die Octodogs. Viel Fisch-Aquarium. Gehen wir einfach mal rein. Wieder 100 Münzen sammeln hier. Schauen, was der Level uns hier zu bieten hat. Ja, lädst du auch? Ja, du hast geladen. Oh, sieht das hübsch aus. Die Musik ist ja schön. Ein Koopa, das gibt's doch gar nicht. Wir haben einen Koopa und hier so süße kleine Fische auch. Nein, sind die hübsch. Ach Gott, ist das niedlich, das Spiel. Das sieht ja echt unglaublich süß aus. Wir haben einen fliegenden Shy Guy. Gucken wir uns mal erst hier unten um. Oh, wurde ich getroffen. Da haben wir aus einem alten Pappteller eine Forelle. Und hier haben wir ein Fragezeichenwölkchen, das uns ein paar Münzen gibt. Können wir da hinten auf irgendwas werfen? Ja. Können wir nochmal drauf werfen? Nö, das bringt nichts. Hier unten gibt es erstmal nichts mehr anscheinend. Gehen wir mal weiter nach rechts. Oh, ein Block. Stampfattacke. Neige während eines Sprunges nach unten, um die legendäre Stampfattacke auszuführen. Legendär! Ploink! Hat funktioniert. Immer rein damit. Und da haben wir auch unsere erste rote Münze. Gucken wir mal hier. Oh, da vorne ist eine Blume. Versuchen wir den Koopa hier erstmal kaputt zu machen. Ich wollte eigentlich den Shy Guy da inhalieren. Hat jetzt nicht so ganz geklappt. Ja, das Problem ist, die Koopas kann man nämlich nicht runterschlucken und zu Eiern verarbeiten. Das ist leider nicht erlaubt. Oh, das war jetzt aber knapp. Jetzt habe ich mich fast mit dem Koopa-Panzer hier selber getroffen. Ist da oben noch irgendwas? Nee, schaut nicht so aus. Werfen wir den Panzer einfach mal hier gegen. Nein! Nein! Oh Gott! Ich mache mir die ganzen Scheigeis hier kaputt. Ich will doch eigentlich nur Eier haben. Im Hintergrund eine Krabbe. Oh, was haben wir hier? Ach, ist das goldig. Das ist ein großer Kugelfisch. Jetzt werfe ich den Koopa aber mal zur Seite, damit ich hier wirklich mal Eier besorgen kann. Und ich will ja eigentlich auch Sachen im Hintergrund noch abwerfen. Na, wartest du auf mich? Der greift mich gar nicht an, der Schalger hier. Erstmal in der Mülltonne verstecken. Ich bin nur in dieser Mülltonne. Er sieht mich nicht. Er kann mich nicht sehen.
So. Jetzt aber ein sehr, sehr grausiges Lachen. Plop, plop, plop. Und der Fisch schmeißt uns hin und her. Haben wir hier irgendwas, was wir abwerfen können? Nee. Vielleicht hier hinten diese Krabbe, die sieht das so aus. Ja, und die können wir abschießen. Und die gibt uns Münzen. Aber ansonsten gibt es hier auch nichts. Also weiter. 9. Hier runterstampfen. Ja, die können wir kaputt machen. Und da war eine rote Münze drunter. Wie nett. Also, weiter geht's. Erstmal oben auf den Kugelfisch drauf, falls das überhaupt einer sein soll. Könnte auch ein Clownfisch sein. Sieht so ein bisschen Findet Nemo-mäßig aus. Ah, wenn ich jetzt hier schneller gewesen wäre. Wollte ich gerade sagen, hätte ich alle Koopas töten können. Habe ich aber. Eieiei, war ich vernünftig gespielt wie ein Weltmeister gerade. Gibt's da oben noch irgendwas? Nö, schaut nicht so aus. Oh, die kleinen Fischis natürlich. Muss mal wieder in die Mülltonne gehen. Ah, kann ich das Ding irgendwie überholen? Nein! Geht nicht. Ich muss jetzt warten, bis das hier automatisch runterfährt. Also hier können wir nichts machen. Dafür haben wir den Mittelpunkt erreicht. Wir müssen immer so ein bisschen absuchen, was wir im Hintergrund treffen können. Da oben ist eine Uhr. Was macht denn die Uhr? Probieren wir gleich aus. Erstmal schauen wir uns hier unten weiter um. Da haben wir einen Oktopus. Den schieße ich sowas von ab. Hier müssen wir wahrscheinlich unsere Stampfattacke einsetzen und kriegen eine rote Münze. Sehr, sehr praktisch das Ganze. Ja, werfen das Ding doch hier einfach mal ab. Oh, da haben wir blaue Münzen. Was haben die jetzt gebracht? Ah, die haben uns hier eine Blume freigeschaltet. Das war also so eine Art Zeit-Challenge eigentlich. Gut zu wissen, das sollten wir uns auch merken für die anderen Level. Also wir müssen, wenn wir dieses Zeitsymbol haben oder diese Zeitwolke haben, müssen wir danach also immer ganz schnell blaue Münzen einsammeln. Das ist noch eine Krabbe. Da oben ist ein Stachelfisch. Ah, den möchte Yoshi logischerweise nicht essen. Aber abschießen können wir den leider auch nicht. Oh, hier sitzt wieder ein Shy Guy. Die tun mir so leid, wenn die hier sitzen. Die sehen immer so friedfertig aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier die Bösen sind manchmal. Kommen wir da hin? Ah, da ist eine Öffnung. Da können wir wahrscheinlich den Koopa einfach hochkicken. Jupp, das hat funktioniert. War jetzt nicht ganz so schwer und da waren zwei rote Münzen dabei. Hier noch irgendwas? Nee, schaut nicht so aus. Also weiter. Oh, hier haben wir eine eierspendende Blume. Dankeschön, liebe Blume. Hier haben wir mehr Münzen. Was können wir denn mit dem Koopa da unten machen? Erstmal gegen das Fragezeichen hier werfen und oh, ein Münzregen. Ganz viele Koopas noch. Nützt das irgendwas, die kaputt zu machen? Nö, irgendwie nicht. Warte, wäre jetzt vielleicht irgendwie ein Geheimnis oder so? Oh, doch, hier unten ist was. Und tatsächlich, da waren noch zwei rote Münzen dabei. Oh, das können wir hier abschießen. Das wusste ich gar nicht. Ach, man kann die mehrmals in Folge hier treffen. Ah, das wusste ich gar nicht. Man kann die also mehrfach hintereinander treffen, die Gegenstände im Hintergrund, und dann kriegt man noch mehr Punkte oder noch mehr Münzen. Und noch eine Geschenkbox und da war noch eine rote Münze drin. Interesting, aber ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Das Teil hier können wir noch abschießen. Na. Drei Treffer, vier Treffer. Boah, vier Treffer haben wir immerhin gelandet. Ich gehe nochmal zurück zu der Pflanze und hole mir nochmal mehr Eier. Ich habe hier wirklich einen unendlich großen Eierkonsum in dem Spiel, weil ich ja hier wirklich alles abschießen kann. Finde ich jetzt aber nicht so störend. Da haben wir ein Fragezeichenwölkchen und einen Shy Guy, den wir futtern. Ah, hier hatten wir gerade einen Koopa und oh, das hat sich aber gelohnt. War alles abgeschossen. Fragezeichenwölkchen. Es wandert hier hin und her. Kommt das auch nach vorne?
Ja, kommt es. Oh, und da gibt's Münzen. Münzen nehme ich natürlich immer gerne mit, aber ansonsten sehe ich hier nichts. Also weiter nach rechts. Tür durch. Ah, hier ist ein Gitter. Können wir hier vielleicht stampfen oder so? Ja, ich frage mich, wie man da runterkommt. Da unten ist ja eine Blume, ne? Was muss man denn hier machen, um an die Blume ranzukommen? Hier geht's ja schon weiter in den nächsten Raum. Diese Blöcke hier, die bewegen sich. Kann man da... Ah, und da konnte man stampfen. Ah, und die kann man kaputt machen, diese Pakete hier. In Ordnung. Und dann kommen wir auch zu der Blume. Und das ist Blume Nummer 3. Weiter geht's. Hier gibt's anscheinend keinen Boden mehr. Sieht jedenfalls so aus. Also müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Hier dürfen wir nicht runterfallen. 13 rote Münzen haben wir schon. Der Fisch in der Mitte, wo wir gerade draufstehen, der schläft übrigens. Seht ihr, der hat die Augen zu. Der ist ja total niedlich. Jetzt haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Also durch die Tür und nach rechts. Was wir hier haben, ganz viele Herzchen. Und noch eine Zeit-Challenge. Machen wir auch gleich, aber versuchen wir doch erstmal hier noch ein bisschen weiterzugehen und uns umzuschauen. Kommt man denn da oben irgendwo hin? Da sehe ich doch im Hintergrund was. Oder komme ich da erst nach der Zeit-Challenge hin? Machen wir die einfach mal. Ah! Hier müssen wir anscheinend die Dinger in dem Zeitlimit runterstampfen. Das hat funktioniert und wir haben unsere vierte Sonne. Wir können hier nach vorne gehen. Ach, wie schön. Im Hintergrund so eine Pappmaché-Figur und ganz viele Pappmaché-Fische. Das ist ja super süß. Ganz viele Shy Guys unten. Die können wir doch mit Sicherheit mit den Koopas hier kaputt machen. Ja, das hat funktioniert. Und da ist die fünfte Blume. Und wir haben alle Blumen in dem Level hier zusammengekriegt. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ja schon mal ein großes Maß an Progress. Hier oben haben wir die restlichen roten Münzen bekommen. Nicht die restlichen roten Münzen, aber weitere rote Münzen. Was haben wir hier? Auch ganz viele Papptellerfische im Hintergrund. Wie schön. Die haben auf jeden Fall Spaß. Wie niedlich. Die sehen ja echt total süß aus. Gucken wir mal hier weiter. Und da ist das Ziel. Wir haben mal wieder 4 rote Münzen nicht gekriegt. Tja, woran liegt das denn? Ich suche eigentlich echt ganz akribisch hier alles ab. Ich frage mich, ob ich wirklich irgendwo dran vorbeilaufe. Gehen wir erstmal durchs Ziel durch und beenden das hier. Wir machen jetzt einfach trotzdem noch mal ein bisschen weiter und schauen uns die nächsten Level an. Also erstmal gucken wir hier natürlich auf die Statistik. Wir haben 5 Blumen gefunden, wir haben über 100 Münzen. Wir haben mit voller Energie den Level beendet und wir haben 16 von 20 roten Münzen gekriegt. Also ordentlich Werte auf unser Konto drauf. Und die nächste Ebene öffnet sich, beziehungsweise der nächste Block hier vorne. Und zwar das Piratenpier. Gehen wir erstmal nochmal zurück zu dem Skinspender hier. Ich will nochmal schauen, ob wir noch mehrere Skins hier bekommen. Beziehungsweise ich bin mir sicher, dass wir noch Skins bekommen, denn wir haben ja genug Münzen dafür. Aber ich will wissen, was für Skins wir hier kriegen. Also werfen wir doch einfach mal 500 Münzen ein und hoffen, dass wir hier ordentlich abstauben können. Oh, da ist eine goldene dabei. Da ist eine goldene Kugel dabei. Die Sterne freuen sich, wie niedlich. Und wir haben einen Berg. Ah. Dann haben wir eine Milchflasche. Dann haben wir eine Kuh. Sehr, sehr süß. Die rüste ich gleich aus. Und eine Dampflok. Ach, die ist hier total toll. Die war auch sehr selten. Also gehen wir zu den Outfits und rüsten doch einfach mal direkt die Dampflok aus. Haben wir gemacht. Und ab ins Level, beziehungsweise ab in die Welt zurück. Gehen wir also mal weiter nach rechts. Wir haben jetzt immer noch keine Möglichkeit, hier in den Level irgendwie was anders zu machen. Uns fehlt wieder eine Blume.
sehr, sehr seltsam. Also entweder die sind sehr gut versteckt, die Sachen, oder ich muss tatsächlich noch irgendwas bekommen, um die dann freizuschalten. Wir gehen erstmal weiter und schauen uns den Piratenpier an. Vielleicht fällt mir ja noch was ein. Wir können ja jederzeit zu den Level zurückgehen. Keine Sorge, ich verspreche, wir machen trotzdem 100%. Ich werde die Sachen noch finden. Aber wir hören hier erstmal auf mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ihr hattet Spaß. Falls ihm so sein sollte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. So oder so, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.